Hallo zusammen! Früher habe ich mir immer vorgestellt, wie ich mich in so eine richtig große, flauschige, weiche Schäfchenwolke kuscheln kann. Hab mich und meine Eltern aber gleichzeitig auch gefragt, ob Flugzeuge wohl Löcher in diese Wolken machen können. Ich bin mir sicher, dass ich nicht das einzige Kind war, das seinen Eltern diese Frage gestellt hat. Und ich bin mir auch sicher, dass die meisten Eltern geantwortet haben: Nein, mein Kind. Wolken sind nur ganz viele kleine Wassertröpfchen. Da kann man keine Löcher reinmachen. Denkste! Wie Wolken entstehen, werden die meisten wohl wissen. Die Sonne erwärmt die Erde, Feuchtigkeit verdampft und steigt auf. Je mehr Wasserdampf, desto gesättigter die Luft. Dazu noch sinkende Temperaturen und schon beginnt die Kondensation und wir haben eine Wolke. In dieser Wolke kann es schon mal recht frisch werden. Aber auch bei minus 20 bis minus 40 Grad Celsius können die Tröpfchen flüssig bleiben, gefrieren also nicht. Das kommt daher, dass Wasser zum Gefrieren sogenannte Kristallisationskeime braucht, zum Beispiel kleine Staubteilchen. Also auch bei minus 20 Grad Celsius bleibt Wasser flüssig, wenn da kein Kristallisationsteilchen als Katalysator vorbeikommt. Wir haben da dann also unsere keimfreie kalte Wolke und dann kommt ein Flugzeug und fliegt da voll durch. Die ganzen Wassertröpfchen werden total aufgewirbelt und plötzlich ist alles voll mit Keimen. Prompt fängt das Wasser also an zu gefrieren und es schneit. Bei so einer gigantischen Wolke spielt sich das Ganze aber natürlich nur in der Nähe des Flugzeugs ab. Aber bis sich das ganze Wasser dann wieder normal verteilt hat in der ganzen Wolke, kann das schon mal 30 bis 90 Minuten dauern. Also können wir ganze 30 bis 90 Minuten ein Loch in einer Wolke haben. Das passiert natürlich nicht immer, denn es muss wie gesagt ziemlich kalt in dieser Wolke sein. Am Frankfurter Flughafen sind diese Bedingungen ungefähr an 11 Tagen im Jahr gegeben und dann schneit es halt auch ein bisschen mehr. Also liebe Eltern, wenn eure Kinder das nächste Mal diese Frage stellen, dann könnt ihr mit: Das kann durchaus schon mal vorkommen, antworten.